denn? Tiere. Organismen des Universums. Reptiloid Wesen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Wochenstart. Ich wünsche euch einen wunderbaren Montag. Hallo, Ladies and Gentlemen. Welcome. Wie geht es Ihnen? Weg mit der Werbung. Rein mit der guten Laune. Oder rein mit der Realness. Wie viel Realness ist im Chat vorhanden? Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, sagt doch niemand heutzutage. Zack, Werbung, 7 Clips. Baller dir ein Abo rein. Ich kann es nicht ändern. Ey, immer höre ich's. Jeden Tag höre ich, wenn ich einen Stream anschmeiße, höre ich dieses Werbung. Ich kann es nicht ändern. Es ist einfach so. Also, wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich muss beim Bot eingeben, Werbung muss ausgegraut werden im Stream. Ich kann es doch nicht ändern. Es tut mir leid. Vielleicht bist du gleich wieder da. 1 von 6. Ja, besser als 1 von 7. Besser als das. Hiss, Jam the German. Hiss, was heißt das? Böser Bot. Böse. Böse. Viel, viel Realness. Ach ja, ich habe vergessen, die Bots zu begrüßen. Viele Leute wissen es. Hier sind viele Bots unterwegs. Ich grüße euch. Ich grüße alle Bots. diese Kack-Energiesparwerbung. Was ist das für eine Begrüßung? Wenn ich Hallo sage und ihr kriegt Werbung, das ist natürlich insgeheim abgesprochen mit der Verschwörung. Das ist klar. Ich hoffe, du hast für Haus und Haus genug von deinen Drogen für die anderen auf Tasche. Die müssen top wach sein. Nee, ich habe gar keine Drogen, gar nichts dabei. Nix. Das Einzige, was ich hier in unmittelbarer Nähe habe, ist ein Glasreiniger, ein Putztuch für Sonnenbrillen. Vielleicht kann das aufputschend wirken. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten habe ich leider gar nichts anzubieten. Ich hätte, also meine Empfehlung wäre für die anderen, dass sie sich einfach im Vorfeld ein bisschen Schlaf gönnen. Und dann vielleicht morgens ganz viel, weiß ich nicht, leckere Sachen. Paprika, esst viel Paprika. Viel Paprikas essen. So einfach mal so eine Paprika wegschlickern. Die schmeckt mir. War euer Wochenende auch so geil? Beim Feiern schön einen Zeh gebrauen, schreibt Alex on the Fly. Das ist natürlich eine Sache, die uns alle beschäftigt. Alex on the Fly, welchen Zeh? Weil ich hatte, also jeder kennt es, kleinen Zeh, mittleren Zeh, die Zehen, alle tut weh, aber geht. Solltest du dir den großen Zeh gebrochen haben, aber ist es eine richtige Misere, weil dann kann man eigentlich nicht gehen. Das wünsche ich dir nicht. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall gute Genesung. Alles sehr schmerzhaft. Drumset für Haus und Haus. Wenn die anderen müde werden, leg Krogi mit The Prophet Wanna Play los. Ja, aber dann werde ich auch erschöpfter. Dementsprechend würde ich das nicht empfehlen. Den C neben dem rechten großen. Okay. Ich fühle das. Gute Besserung, tut weh. Aber du hast noch Schwein gehabt. So, das wird wieder. Der Zeige-C. Das wird wieder. Das wird alles wieder. Wenn du den großen Zeh gebrochen hast, brauchst du wirklich Krücken. Also das ist ernsthaft. Das ist ein großes Problem. Aber so kannst du ja wahrscheinlich noch mit Schmerzen gehen. Mach dir da Tape dran. Wenn du im Dschungel bist, wie Knossi sagen würde, Seven on the Wild, dann hast du meinen gebrochenen Zeh. Ich bekomme richtig oft Werbung für Horrorfilmwerbung. Richtig gruselig und die kann man nicht weggucken. Wegdrücken. Ah! Ich finde es schade, dass so viele Leute hier Werbung haben. Ich möchte das wirklich. Ich glaube, ich muss es hier wirklich hier sperren. Oder ihr müsst mir abonnieren. Ich meine, dieser Kanal geht eh vor die Hunde. Machen wir uns nichts vor. Der wird in einem halben Jahr wird der einfach hier einfach vor die Hunde gegangen sein. Ihr könnt noch dieses Ganze hinauszögern, indem ihr einfach sagt, okay, abonniere ich nochmal rein. Scheiß auf Werbung. So, aber liegt in eurem Ermessen, Leute. Ich habe gehört, bei Twitch funktioniert immer gut, wenn man reactet. Wie war das? Twitch Prime ist kostenlos? Ganz genau, wenn du bei Amazon Prime bist. Das musst du natürlich, sonst ist es nicht kostenlos, tatsächlich. Aber wir mögen den Kanal doch, der soll bleiben. Ich weiß es nicht, es gibt so viele Kanäle, da müsst ihr euch mit anderen Kanälen beschäftigen. Jam the German ballert 10 Abos raus. Das ist die Einstellung, die man am Montag immer haben sollte. Maximale Motivation. Wow, wow, wow. Herzlichen Dank. Wirklich herzlichen Dank. Ich habe auch gemerkt, also ich muss euch noch mehr sagen, wie geil das ist, dass ihr da seid. Ich meine das ernst. Ich glaube, das kommt für Leute, die mich nicht kennen, sonst fälschlicherweise so rüber, als wäre ich ein eingebildeter Fatzke. Das bin ich aber vielleicht schon, aber nicht in dieser Hinsicht. In dieser Hinsicht muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden, dass ihr da seid. Und ihr seid alles so richtig schöne Lieblons.
So richtig liebe Menschen. Simon macht immer einen Werbebreak. In der Pause spielt er manuell die anfallende Werbung ab. Ja, das macht Simon so. Simon bin nicht ich. Simon macht seine Sachen. Bei mir läuft das anders. Ich will euch die Abos aus der Tasche ziehen. Ich will euch direkt sagen, wie das hier läuft. Ohne falsche Tricks, ohne falsche Versprechungen. Ihr kriegt hier Werbung, wann auch immer, oder ihr abonniert hier rein. Anders kann ich es nicht gewährleisten. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde immer Werbung schalten, wenn ich dran denke, das würde nie passieren. Ich bin in der Hinsicht noch verpeilter als Simon. Es ist die Wahrheit. Lass mich ich sein. Ich bleib ich. So. Grüße aus der Hohlerde, meine Reptiloiden-Freunde. So ist es. I like you. Ach man, ich kann mich auch nicht verstellen. Dörr! Hat mit Prime rein abonniert. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr freundlich. Alter Schwede. So, ich habe mir ein Gefäß hier hingestellt, nämlich gefüllt mit Kaffee. Ich mache die Musik mal leise, denn die macht einen ja komplett wahnsinnig. Wenn es so laut ist, es ist ja viel zu laut. Da beschweren sich ja schon die Nachbarn. Also, Lautstärke immer nur mittwochs, beim Drum-Mittwoch. Der Mittwoch ist Streamtag, ihr wisst es. Mittwoch ist Streamtag. So, Krogmann, der Hütchenspieler, der dich offen abzockt. Ja, aber du weißt ja, was du kriegst. Du weißt ja, was du kriegst. Das ist ja kein offenes Abzocken. Du weißt ja, was du kriegst. Heute muss ich zum Beispiel sagen, ich würde mich freuen, wenn wir am Ende des Streams die 800 Abos voll hätten. Das wäre schön. Dann wüsste ich, okay, wieder einen Schritt geschafft. Dieses Twitch-Game, das spielt immer gegen mich. Das spielt immer gegen euch. Dann bist du 2 Tage mal nicht da, schwupps, sind wieder alle weg. 2000 wäre noch besser. Ja, aber damit muss ich euch richtig locken. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach bei 2000 Abos in der Nacht durch den Wald laufe. Vielleicht einfach komplett eine Nacht durch den Wald laufe. Vielleicht ist das, was euch baitet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Chrissy hat 5 Abos verschenkt. Siehst du, vielen, vielen Dank, Chrissy. Das ist einfach gut. Keine Murmeln unterm Töpfchen. Was heißt das? Bei 2000 Abos nackt durch den Wald? Es gibt Dinge, die mir unangenehmer wären, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach doch einen Poolstream. Ja, habe ich ja. Hot Tub Streams Income. Ja, am 22.11.22 muss es kommen. Hot Tub Stream. Gib mir 2K für Hot Tub. Kann ich das realisieren? Lass mich überlegen. Wo kann ich Hot Tub machen? Wer hat einen Hot Tub? Ich muss irgendjemanden kennen mit einem Hot Tub. Ich kenne niemanden mit einem Hot Tub. Ich kenne in Quakenburg jemanden mit einem Hot Tub. Ginge sonst auch Badewanne? Ginge das auch? Aber schon nicht so geil. Die Freuds haben sowas schon mal gemacht. Da sprichst du was an. Leute, ganz ehrlich, die letzten Tage von Freitag an bis gestern waren der Wahnsinn. Freitag haben wir erstmal diesen Ukraine-Support-Stream gemacht und da ist eine Menge Holz zusammengekommen. Richtig, richtig krass. Tatsächlich, die eine große Zahlung ist noch immer pending. Also das heißt, sie ist noch nicht freigegeben. Ob sie noch kommt, ich hoffe es. Aber da geht auf jeden Fall noch was. Und dann muss ich euch sagen, haben wir noch ganz viele Playstations und Games und Spotify-Gutscheine und auch Game Passes und so bekommen. Auch noch 2 Laptops. Also richtig, richtig krass. Und die sind jetzt schon unterwegs. Also da wird es auf jeden Fall noch Info geben, das hat mich richtig glücklich gemacht. Danke in eure Richtung. Und am Samstag und Sonntag war ja Loot für die Welt, wo eben die Dr. Freuds zur Sprache kam. Und ich muss ehrlich sagen, die Dr. Freuds, klippt das jetzt, macht es, was ihr wollt. Das ist wirklich von Herzen gemeint. Ihr wisst, ich liebe die ja schon seit längerer Zeit. Die haben mir auch wirklich aus der Scheiße geholfen mit Raids und Unterstützung und einfach mit Aufmerksamkeit, als mein Streaming-Raum im Eimer war und ich auch nicht so richtig wusste, wie geht das jetzt weiter und so, da haben die mir wirklich auch Mut gemacht und mich echt stark supportet und oft auch reingeradet und so und das war richtig, richtig cool und dadurch, glaube ich, habe ich auch es geschafft, dass hier so ein bisschen Leute zugucken und so, einfach das habe ich denen zu verdanken und natürlich auch Rocket Beans, klar, aber jetzt geht es gerade um die Freuds und da muss ich wirklich sagen, da fand ich die ja schon immer Hammer. Und hab wirklich nichts als Liebe für die. Aber dieses Loot für die Welt am Samstag, wo ich ein bisschen länger da sein konnte, und es war recht kurzfristig für mich, muss ich ehrlich sagen, habe ich denen schon gesagt, ich würde gern wiederkommen, aber am nächsten Mal ein bisschen mit vielleicht 2 Wochen länger Vorlauf, dass das einfach besser klappt. Dann wäre ich auch gern das gesamte Wochenende da gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Jungs sind einfach nur nice. Was die auf die Beine gestellt haben, dort mit ihrem Team, mit den Leuten, die dort sind. Die haben jetzt ja auch ein neues Studio und dass sie einfach alles das geschafft haben und so eine wunderbare,
ja, Feelgood-Stimmung verbreitet haben, nämlich, dass sie sagen, wir würden gerne für den guten Zweck sammeln, und es sind ja auch 4 gute Zwecks gewesen, die kriege ich gerade nicht auf dem Schirm, für was alles gesammelt wurde, das könnt ihr aber easy nachvollziehen, und dass dann jetzt, Stand jetzt, 333.333 Euro zusammengekommen sind, ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also Gutes tun mit viel Freude dabei und dabei auch noch die Leute aus dem Internet zusammenführen, die sich dann auch noch neu connecten können und irgendwie gute Zeit zusammen haben. Also das ist wirklich etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, Hut ab, Respekt, das organisiert sich nicht von einfach so. Du hast damit auch noch irgendwie einen Haufen Arbeit im Nachgang, im Vorfeld. Die Leute müssen vorbeikommen. Ne, das muss ja alles irgendwie passen. Und das hat sich so gut angefühlt. Das muss ich wirklich einfach hier lobend erwähnen, weil das einfach nicht selbstverständlich ist. Ich finde, das ist so ein gutes Zeichen, zu zeigen, dass Streamerinnen und Streamer im Internet zusammenkommen, um die Werbetrommel zu rühren, um zu zeigen, ey, wir sind hier nicht die egomanen Spackos, sondern das sind wir manchmal, aber wir können auch was Gutes bewirken. Das finde ich richtig geil. Also das war wirklich richtig schön und nichts als Liebe für die Freuds. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder eingeladen werde und dass ich demnächst auch wieder vorbeikommen kann. Das wäre mir wirklich wichtig, weil das einfach mega geil ist. Also das mal als kleines Feedback. Ich hoffe, einige von euch haben zugeschaut. Ich weiß es nicht, gibt es im Chat ein paar Leute, die zugeguckt haben. Dann einmal kurz eins im Chat oder melden oder wie auch immer. Aber das war auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr schöne Herzensangelegenheit. Muss ich wirklich sagen. Da kommen auf jeden Fall schon ein paar Zahlen rein. Das ist doch wundervoll. Also wirklich, Berlin finde ich allerdings sehr schwierig. Da habe ich überhaupt keinen Feelgood-Moment in Berlin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich will auch nicht die Berliner diskreditieren. Also ich glaube, jeder soll da leben, wo er sich wohlfühlt. Für mich ist das einfach nichts. Ey, für mich ist das nichts. Berlin komme ich nicht drauf klar. Aber ey, ich habe eine Menge Ratten gesehen. Und das hat mich gefreut. Also viele, viele Tiere, die auf dem Gehweg leben. Das war auf jeden Fall ganz schön. Aber ich bin immer wieder froh, wenn ich da weg bin. Schreib mir, dann zeige ich dir mein Eichhörnchen in Berlin. Ja gut, das ist ein Punkt. Mache ich gerne. Schreibe ich dir gerne, weil ich bin ja ein Kleinstadtjunge. Und ich bin ja schon froh, dass ich irgendwie in Hamburg klarkomme. Und Berlin ist mir einfach so, ja, da ist alles normal. Also ich glaube, die Berliner, ich habe den Eindruck, dass die Leute in Berlin so gedrillt sind, als wären sie möglicherweise jede Sekunde in irgendeinem Film zu sehen oder in irgendeiner Doku oder sie erleben selber diesen Film die ganze Zeit. Meiner Meinung nach ist es so, als wäre da jede Person, jede Zeit auf Abruf. Auf Abruf für jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, jetzt muss ich einfach strange sein. Und ich check das nicht, Leute. Ich check das nicht. Das macht meinen Kopf richtig Banane. Also, das ist einfach. Also, ich habe da kein ernsthaftes Problem mit. Nur ich check's nicht. Und dann bin ich immer wieder froh, wenn ich da raus bin. Aber für den Moment ist es, unterhaltsam, wenn ihr versteht, was ich meine. Kann das jemand nachvollziehen? Ich glaube, es ist ein bisschen wirr. Aber vielleicht gibt's hier die eine oder andere Person, die sagt, ja. Ja, irgendwie in die Richtung ist schon nachvollziehbar, was du sagst. Debele, danke für die 100 Bits. Ich komme vom größten Kuhdorf. Ich bekomme bei 30 Minuten Köln schon Herzrasen. Ja, das verstehe ich. Also, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall schon chillige Ecken in Berlin. So, das ist ja klar. Quakenbrück größer Berlin. Ja, das ist der große Hauptstadtvergleich. Weil Quakenbrück war nämlich zu Recht, du hast das vollkommen richtig geschrieben, war nämlich mal die Hauptstadt der Kriminalität. Könnt ihr googeln. Quakenbrück war wirklich mal Spitzenreiter, prozentual gesehen auf die Einwohnerzahl betrachtet, Deutschlands in Bezug auf Kriminalitätsrate. Das ist einfach toll. In den 90ern, so ist es. In den 90ern, die großen 90er. Kommen aber zurück. Und dementsprechend habe ich mich jetzt auch an einen großen Star der 2000er geklammert, Evil Jared Hasselhoff, und mache jetzt Werbung dafür, dass wir am 24. November, wo ich von Berlin spreche, wo ich gerade was von den 90ern höre, wo ich quasi wieder in der Vergangenheit gefangen bin, gebe ich euch jetzt die Info rein. Am 24.11. gibt es eine Show von Evil Jared und mir im Sage Club. Genau, Sage geschrieben, Klappergebiss schreibt schon rein, Sage geschrieben. In Berlin zusammen mit den Hübschen, namentlich Daniel Schröckert und Tim Heinke. Dort merkt euch einfach Thanksgiving der Amerikaner.
Die feiern Thanksgiving am 24.11. Und Jared wird dort in dem Club tatsächlich so ein Set, so ein rockiges Set aus 90er, 2000er Hits ballern. Und ich begleite ihn an den Drums. Ich glaube, es wird richtig gut. Es gibt auf jeden Fall zwei Feuerspuckerinnen, die dabei sind, die wir auf unserer Bühne haben. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall eine richtig eine gute Sache. Klappergebiss wird sich freuen, wenn er sie begleitet wird. Dementsprechend, einfach mal im Discord, glaube ich, vernetzen. Und sie, sehr gut, also Klappergebiss möchte begleitet werden von wem auch immer oder einer Gruppe oder keine Ahnung. Könnt euch ja mal vernetzen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da eine Menge Leute sehe. Das können wir auch so ein bisschen als Community-Treffen in Berlin ansehen. Da werde ich Zeit haben. Und was machen Kollegen Schröck etc.? Die spielen ihr DJ-Set. Es gibt da, glaube ich, zwei Stages, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es ist auf jeden Fall eine Menge geboten. Außerdem wird es auch noch Live-Musik geben, weil es der Geburtstag ist vom Sage Club. Wie lange es die gibt? Keine Ahnung, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall wird da eine Menge geboten. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Anfrage, die ich auch bestreiten werde, nämlich 25 Jahre Sage. Sehr gut, vielen Dank. Am Samstag werde ich Jared nochmal auf einem Auftritt begleiten, auch nochmal in Berlin, falls ihr da auch noch Bock habt und könnt, nämlich Star FM, das ist ein Radiosender, dort werde ich mitmischen und ich weiß aber nicht, wo das ist, das kann ich euch noch durchgeben. Das heißt, ich werde 3 Tage in Berlin sein und jetzt auch noch die offizielle Anfrage, vielleicht haben die Freuds ja Zeit am 25. mit mir was zu machen, das wäre auf jeden Fall ganz geil. Also ist auf jeden Fall die Berlin-Zeit, Berlin. Jared Leto Hasselhoff. Ja, genau, der ist es. So, das dazu. Dr. Freudliebe ist ausgedrückt. Werbung gemacht für Drumshows ist absolviert. Ich muss weiter Werbung machen. Jetzt geht die Liebe weiter, nämlich ins Hause Rocket Beans TV. Rocket Beans TV, ein aufstrebender, nein, das kann man nicht sagen, nein, ein etablierter, auch Sender gibt's auch nicht mehr. Wie soll ich Rocket Beans TV nennen? Mein Arbeitgeber Rocket Beans TV, mit einem interessanten YouTube-Kanal. Früher mal 24-Stunden-Sender gewesen, 24-7-Sender gewesen. Heutzutage Donnerstag, Freitag live und Event. Plus YouTube-Channels, plus Twitch-Units. Ach, es ist zu kompliziert. Was ich sagen will, ist Folgendes. Am Freitag gibt es Haus an Haus, 24 Stunden live bei Rocket Beans TV. Ich bin einer der Teilnehmenden und muss trainieren. Und zwar viele Games. Das machen wir heute im Stream. Ich werde heute Tetris Effect zocken, weil ich das noch nie gespielt habe. Und ich habe gehört, da ist geile halluzinogene Mucke dabei. Das macht Spaß und ihr könnt mir Tipps geben. Gucken wir gleich uns an. Vorher habe ich aber noch gehört, dass im Discord bei mir ein Video gepostet wurde. Meine werten und geschätzten Kolleginnen und Kollegen anhand der Augen zu erkennen. Wollen wir noch ein kleines Video machen, ein Videotest. Kann ich meine Kolleginnen an den Augen erkennen? Das ist die große Frage. Und das wäre doch ein wunderbares Video auch für YouTube. Wann geht der Spaß am Freitag los? Ich glaube um 19 Uhr, ich weiß es nicht ganz genau, um 20 Uhr, um 18 Uhr. I don't know. I don't know, ehrlich gesagt. Hühneraugen auch dabei? Was sind Hühneraugen? Füße? Ey, Leute, wie viele Abos fehlen noch für 800? Können wir 800 Abos vollkriegen? Heute noch. Pre-Show ist um 19.30 Uhr. 20 Uhr Start. Das heißt, ich muss bis Samstag 20 Uhr bei der Scheiße sein? Entschuldigung. Manchmal vergesse ich, dass natürlich auch jüngere Leute zugucken. Oder die Eltern sagen, nee, den Krugmann kannst du nicht gucken. Der ist immer so ein bisschen anstrengend. Entschuldigung. Ich werde mich jetzt bessern und nur noch nice sagen. Also nur noch nice sein. Versteht ihr, was ich meine? Ach, ist auch egal. Wir fügen einen Zensursound ein. Ja. Gut. So, be nice. Ich versuche es. Aber eigentlich klappt es auch. Und, ach so, zu Haus an Haus. Zu Loot für die Welt. Liebe geht raus an die Space Frogs. Mit denen habe ich mich länger unterhalten jetzt mal am Wochenende. Super nice Leute. Der Steven und der Rick. Mega, mega nice. Dann Liebe geht raus an Marty Fischer. Super nicer Typ. Liebe geht raus an Mauki. Super nice Dame. Und natürlich maximal Premium-Liebe, und das könnt ihr euch schon denken, weil ihr es, glaube ich, schon gesehen habt,
ich liebe Putzi. Ich liebe Kapuzenwurm. Ich möchte was mit dem Putzi zusammen machen. Wir sollten irgendwas zusammen uns, weiß ich nicht, irgendwie austoben medial. Der Typ ist einfach Hammer. So, musste ich auch noch erwähnen. Ja, jetzt gucke ich mal einmal kurz, wo ich das finde. Content-Vorschläge, ist es da? Ja, nur an den Augen erkennen. Okay, ich öffne es mal. Moment, jupp. So, Video ist schon mal hier vorbereitet. Was ist mit meinem Bild los? Warum ist mein Bild eingefroren? Jetzt geht's hier weiter. Eben als es abgestürzt ist, habe ich die Aufnahme beendet. Jetzt geht's hier weiter, damit wir ein wunderbares YouTube-Video haben, ohne Probleme, ohne Hassel. Jetzt geht's mit weiter mit der Rubrik Erkenne die Bohne nur an den Augen. Das ist ein Video, was ins Discord gestellt wurde bei mir. Ich weiß nicht genau, warte mal, wer hat's gemacht? Die Influencer haben es kreiert, das Video. Die Influencer heißen die. Keine Ahnung, was die gemacht haben. Ich bin gespannt. Chat, seid ihr ready? Könnt ihr es ertragen, dass ich jetzt meine KollegInnen an den Augen erkenne? Seid ihr damit zufrieden? Wollen wir das jetzt machen? Ich brauche ein eindeutiges, nee, hab gar keinen Bock oder ja, jetzt machen wir die Scheiße. Let's go, let's go. Und dann ist die Frage, werde ich alle erkennen, ja oder nein? Und wie viel Zeit habe ich dafür? Das Video dauert 7 Minuten 45, das können ja nicht so viele sein. Das können ja nicht so viele sein, oder? 8 Minuten. Hau raus, du schaffst die Hälfte. Chat, wer sagt, ich schaffe die Hälfte? Wer sagt, ich schaffe weniger als die Hälfte? YPress abonniert mit dem Prime-Sub rein. 8 Monate am Stiel. Schwieriger wäre, alle Mitarbeiter an der Basecap zu unterscheiden. Ja, wobei könnte ich, glaube ich. Nee, mehr. Du schaffst alle. Du schaffst mehr als die Hälfte. 69%. Das ist die Zahl, die ich immer lesen will hier. 69 hier, 69 da. Das sind die 420-69, das ist das, was ich im Internet... Deswegen gibt es das Internet. Also glaubt ihr, ich schaffe 69%. Claire ist auch da, ich grüße dich. Ja. Archangel Mac, 80%. Ey, das ist geil, ey. 42 nur. Hello! Okay, dann pass auf, ich schreibe mir jetzt mal auf, was ihr sagt. Also die meisten sagen, über die Hälfte schaffe ich. Ich bin gespannt. Das könnte jetzt dann super unangenehm werden, ne? Das muss ich jetzt mal sagen. Ihr wisst, ich muss mit den Leuten zusammenarbeiten. Ich muss mit den Leuten zusammenarbeiten und die sehen mich auch am nächsten Tag wieder. Also wenn ich die jetzt nicht erkenne, dann sind die vielleicht enttäuscht und dann habe ich einen ganz schlechten Job. Also dann habe ich wirklich eine ganz schlechte Zeit, weil manche, weißt du, wenn ich dann frage, yo, kannst du mir 10 Euro leihen? Und dann sagen die, nein, du hast mir nicht an den Augen erkannt, du bist ein Arsch. Das ist unangenehm. Big Thought sagt 42%, 86%. Ich bin mir sicher, du schaust denen schon immer in die Augen beim Sprechen. Kommt drauf an. Ich möchte das für mich behalten. Los geht's. Ah! Okay, es geht 30. Ich muss 30 Leute erkennen. Wie viele Leute arbeiten bei Rocket Beans? Sind ja noch. Was? So obvious? Ist das. Ey, ist das der Schöne? Ist das der Schöne Michi? Das ist mein Buddy. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder, Leute. Das ist mein Bruder. Schöner im Rheinchor. Alter. Okay, und der ist wirklich schön. Schaut mal. Das heißt, von ihm kann ich mir zukünftig noch 10 Euro leihen. Das ist wichtig. Das freut mich. Er ist weiterhin drin. Find your love here, Leute. Wer würde Michael Reinke daten, um nochmal diese, um nicht nur Clickbait zu haben, um auch nochmal kurz
diese Komponente mit reinzuziehen. Wer würde Michael Reinke daten, egal ob da jetzt was läuft oder nicht? Wer würde zumindest mit ihm, sag ich mal, eine Pina Colada trinken? Schöne Pina Colada mit Michael Reinke, wer wäre dabei? Eins in Chat. So einen leckeren Cocktail. Wer Reinke daten würde, muss eben ein Abo da lassen. Nur mit extra. Pilz 1, Pina 2. Okay, also da gibt es wenig. Jam the German hat auf jeden Fall noch ein Abo verschenkt. Also das heißt, da ist daten gewünscht. Ich werde dich verkuppeln. Fantastico. Also, find your love hier. Weiter geht's. Ihr macht Strich, ne? Ja, also ihr müsst durchzählen. Ein Punkt für Krogmann. Weiter geht's. 2 von 30. Okay. Brille. Es gibt Daniel Schröckert und Nils. Daniel Schröckert und Nils. Es kann nur Nils sein, oder? Es kann nur Nils sein. Das Bild ist pixelig, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Aber ich würde mir auch gerne von Nils weiterhin 10 Euro leihen wollen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es Nils ist. Die Augen erkennt man sofort, schreibt der Chat. Hier wird auch viel Nils geschrieben. Easy. Ich glaube auch, dass es Nils ist, aber man ist sich nie sicher. Es entpuppt sich ja auch manchmal immer eine Überraschung hinter der Auflösung. Aber es müsste Nils sein. Richtige Erotik-Sex-Augen, schreibt Kazuma 282. Das werde ich Nils mitteilen. Das finde ich ein schöner Kommentar. Nils Augen, wenn ich an Nils Augen denke, dann muss ich sagen, richtige Erotik-Sex-Augen. Geil. Nils Bohmhoff, Leute, bislang eine 100%-Quote, 2 von 30 erkannt. Mega geil. Weiter geht's. Augen. Augen, eher feminines Gesicht. Rechte Auge, also hängt ein bisschen mehr durch. Könnte natürlich Simon sein, weil er tatsächlich, der junge Simon hat ein weibliches Antlitz. Das ist die Wahrheit. Dann habe ich auch gedacht, es könnte auch Nasti sein. Ich habe Nasti auch schon mal so gesehen, tatsächlich. Und dann ist mir eingefallen, vielleicht sind Simon und Nasti auch eine Person, zumindest vom Gesicht her. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Nasti hat aber eine andere Augenfarbe. So. Dementsprechend, mir geht es da nur um die Nasenpartie. Es wird nicht Nasti sein. Kann es Simon sein? Kann es ein junger Simon Kretschmer sein? Es ist Nastimon. Mann, von dieser Person werde ich mir kein Geld mehr leihen können. Simon hat größere Augen. Simon hat größere Augen, sagt, das ist schwer. Oh, das ist schwer. Wer könnte es sein? Wer ist es? Wen könnte es denn noch sein? Es kann doch nur Simon sein, oder? Sandro? Nein, Sandro ist das nicht. Dennis Richtarski? Dennis, oh Gott, ich kann das richtig gut, dieses Spiel. Ey, ich leg mich fest, es ist Simon Kretschmer, wo er einfach noch nicht wusste, wie er sich zu präsentieren hat. Simon Kretschmer hat es selbst erzählt, auch im Auto bei mir, im Krogis Talenttaxi. Er hatte schon jeden Look, den man sich auf diesem Planeten nur irgendwie holen kann, hat er schon durchgespielt. Er war schon mal sehr weiblich unterwegs. Es ist Simon Kretschmer mit langen Haaren. Ich leg mich da jetzt fest. Es ist Simon Kretschmer mit langen Haaren. Leute, was ist das bitte für ein geiles Game? Hammermäßig. Einfach auch ein geiles Bild, bestes Foto. Wer würde diesen Mensch auch heutzutage noch in diesem Style nicht unbedingt begleiten wollen zu einem sexuellen Abenteuer? Ich. Das ist das, was ich hören wollte. Jesus Kretschmer. Vielleicht hat er aber auch ein Klappmesser dabei. Ich würde sagen, dieser Mensch hat auf jeden Fall auch ein schönes Klappmesser dabei. Vielleicht früher so Butterfly-Messer. Dieser Mensch trägt Butterfly-Messer am Gürtel.
God of Love mit den Butterfly-Messern. Wie alt war er da circa? Ich weiß nicht. Ich kannte ihn da noch nicht. Ich habe ihn da noch nie gesehen. Ich weiß noch nicht. Sieht aus wie ein Abi-Bild oder so. Allein dieses Fotopapier, dieses Wabenpapier, das kenne ich nur von Schulfotografen. Ja? Ich liebe ihn auch mit Klappmesser. Ist mega geil. Also, Simon kommt hier auf jeden Fall unters Volk. Ins Volk rein. Einmal. Das Bild ist der Hammer. Simon, Shoutout. Geiles Bild. Um die 19 bestimmt. Er sieht auch, kennt ihr Ugly Kid Joe? Der sieht auch so aus, glaube ich. Ugly Kid Joe. Oder nee, Joshua Caddison. Einfach Sven537 abonniert rein auf Stufe 1. Vielen Dank. Joshua Caddison. Jesse paints a picture about how it's gonna be. Das ist Joshua Caddison. Simon Kretschmer, Joshua Caddison. Das ist einfach mega geil. Oh Gott. 100% Erfolgsquote. Weiter geht's. Mega geiles Game. 4 von 30. Wahnsinniger Blick. Könnte auch direkt ein Reptil sein. Wahnsinniger Blick. Sieht aus, als würde dieser Mensch nichts als Wahnsinn im Hirn haben. Nichts als Wahnsinn. Ich habe dir doch gesagt, Son Goku ist größer als Vegeta. Habe ich dir gesagt. Und dementsprechend ist das für mich einzig eindeutig und es kann nur der einzig wahre Wirt sein. Das ist für mich sonnenklar. Ohne, dass ich in den Chat geguckt habe. Aber ist auch ein reptiloides Bild. Ich bin gespannt, wie die Auflösung ist. Doch, ist ein Reptiloid. Es ist Wirt. Und guckt, das Bild ist ja auch wahnsinnig. Es ist ein wahnsinniges Bild. Zuckt das einer? Ich weiß nicht, was er macht. Aber ich glaube, es geht da auf jeden Fall krasse Verschwörung. Wer würde mit diesem Menschen gerne mal Karten austauschen? Find your love here. Find your love here. Der Clickbait-Titel, gelernt von Bots bei YouTube. Eins in Chat. Wer würde Wirt jetzt mitnehmen auf ein gepflegtes Unboxing? I don't know. Jederzeit. So wie er schaut, denkt er, bist du blöd? Ja, so ein bisschen, ne? Er guckt so ein bisschen. Mit dir muss ich jetzt arbeiten. Mit dir, du mieses Schwein. Das ist der Aufreißerblick. Ja, hat's funktioniert bei dir, Klappergebiss? Na gut, geht's weiter. Nightingale schreibt, oh, jederzeit. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, das ist jetzt wirklich schwer. Das ist wirklich schwer. Sieht mir eher weiblich konnektiert aus. Folglich Simon muss es sein. Hatten wir aber schon. Und ich glaube nicht, dass wir die ganze Zeit Simon haben werden. Aber es sind ähnliche Augen. Es sind ähnliche Augen, Mann. Die Augenbrauen sind aber ein bisschen gepflegter. Aber es ist auch sehr pixelig. Sind die Augenbrauen wirklich gepflegt? Also ich behaupte, es ist irgendwie weiblicher. Diese Augen habe ich schon mal gesehen. Also es könnte tatsächlich, wenn ich jetzt mal die Palette Augen der Ladies im Rocket Beans Universum durchgehe, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Lara sein könnte. Lara Loft. Aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Katjana Gerz wird noch geschrieben. Marti, Sarah. Jetzt versuche ich, also, ich meiner Meinung nach ist es eine Mischung, also ich tendiere auch zwischen Sarah und Lara. Antje, nein. Sarah oder Lara, jetzt überlege ich aber mal. Sarah. Übrigens Kollegin bei Haus an Haus am Freitag in meinem Team. Aber es ist Lara. Es ist... Ich habe mir gerade ein Kabel rausgezogen. Aber es muss Lara sein. Also ich tut mir leid. Ich glaube daran, dass es Lara ist. Wo sie gerade Dragonborn singt. Dovahkiin, Dovahkiin, Badididi. Also, Lara aus Bremen, das ist der Bremer Blick.
Lara ist es nicht. Niemals. Oh Gott, das macht mich jetzt... Ich will doch von dieser Person noch 10 Euro leihen. Ist das nicht der Bremer... Ist das nicht der verschlafene Bremer Blick von Lara? 100% Sarah. Ich bleibe bei Lara. Laras Augenbrauen wären viel roter. Warum? Glaubst du wirklich, dass die diese Kastanienfarbe überall am Körper hat? Ich sag Lara. Sarah! Das ist Sarahs Blick. Unglaublich. Unglaublich. Respekt. Oh! Erster Fail. Erster Fail, Leute. Sarah ist in meinem Team oder in unserem Team am Freitag. Und das ist eine Schande, dass ich Sarah nicht an den Augen habe erkennen können bei diesem Blick. Und es sind natürlich Sarahs Augen. Jetzt erkenne ich es auch. I said it. 3 Punkte, ein Fail. Damit liegen wir momentan bei 75%. Okay, schwer. Wir schneiden das raus. Nein, nein, wir stehen dazu. Sarah, ich entschuldige mich bei dir, dass ich dich jetzt nicht in diesem Spiel an den Augen habe erkennen können. Das schmälert aber nicht die Verbindung unsererseits. Nur, ich werde dich jetzt nicht mit gutem Gewissen mehr um 10 Euro fragen können oder nach 10 Euro Leihgabe fragen können beim nächsten Mal, wenn ich irgendwie was vom Supermarkt benötige. Irgendwie, weiß ich nicht, Schokoriegel. Dann gehe ich lieber zu Nils oder Simon. Oh Gott, unangenehm. Direkt weiter. Es ist ein unangenehmes Spiel, Leute. Ich wusste es. Es ist ein unangenehmes Spiel. Weiter geht's. Nächste direkt Lara. Da bröckelt die Beziehung. Das wiederum, meine lieben Damen und Herren, da denke ich sofort, da habe ich sofort, da entspringt es mir direkt. Das kann doch nur the one and only M to the underscore, to the A, to the underscore, to the R to the underscore, to the A, to the underscore, to the H sein. Das kann doch nur Mara sein. Da fühle ich direkt Recon bei. Ich lege mich fest, Mara. Lege ich mich direkt fest. Falsch geschrieben? Aber ich wusste nicht, dass Mara mit Nachnamen Daniel heißt. Ich vergesse das immer. Ich vergesse immer, wie Mara mit Nachnamen heißt. Wirklich. Das hätte ich jetzt nicht sagen brauchen. Diese Info habt ihr nicht verdient. Aber ihr wisst sie jetzt. Ich hätte es nicht gewusst, dass Mara mit Nachnamen Daniel heißt. Daniel ist ihr Mädchenname. Wie heißt sie jetzt? Der Zehner ist dir sicher. Mara kann ich immer anpumpen. Kann ich immer anpumpen, wenn es um Zehner geht. Gehe ich hin, sag Mara in diesem einen Game. Sarah habe ich verkackt, aber dich habe ich sofort erkannt, Mara. Dich habe ich sofort erkannt. Kannst du mir einen Zehner leihen? Ich möchte gerne in den Supermarkt und mir was zum Spielen kaufen. Dieser Blick. Oh, auch unangenehm, dass ich so lachen muss. Auch unangenehm, dass ich lachen muss. Oh, das ist ja der geilste Blick. Das ist ja der geilste Blick. Warum schreibt der Chat Donny? Oh, das ist doch Daniel Schröcker. Safe. Das ist der Blick eines Daniel Schröckers, der sagt, meinst du echt jetzt? Das ist der Blick eines Daniel Schröckerts, der sagt, echt? Nee. Und Daniel Schröckert ist am 24.11. mit dabei im Sage Club. Kommt auf jeden Fall, wenn ihr diesen Blick in Realität sehen wollt, kommt nach Berlin. Wir machen da so eine Runde mit Anfassen. Das wird auf jeden Fall Hammer. Da lege ich mich fett fest. Ich lege mich fett fest in die Fettigkeit rein. Das ist Daniel Schröckert. Das ist Daniel Schröckert und das Bild ist ja der Wahnsinn. Ist das ein offizielles Bild von Daniel Schröckert?
Im Sage Club wird alles an Feuer ausgespeit, was wir haben. Ist das ein offizielles Bild? Dieses Bild ist ja wohl einfach nur Hashtag Ultimate Sex. Dieses Bild schreit danach, wie das Titelbild, wie mein Titel hier das verlangt. Find Your Love hier, das ist ultimativer Daniel Schröckert Boss Move. Geiler kann man nicht aussehen. Die Cap hätte ich übrigens auch mit Daniel Schröckert konnektiert. Er ist der Einzige, der eine Big Apple Cap hat, meiner Meinung nach. Dementsprechend, das ist auf jeden Fall Daniel Schröckert. Wow. Mega geil. Alter Schwede. Mega geil. Weiter geht's. Das macht ja nur Spaß mit euch. Was ist... Das ist die nächste Bohne. Voll... Kleine Augen, zeigt schon mal unsympathisch. Kleine Augen sind immer unsympathisch. Entweder war zu viel Licht im Raum oder es war unsympathisch. Aber man sieht so ein bisschen, seht ihr das? Wie reptiloid das ist, wie das hier nach oben geht. Ich weiß nicht, ob ihr die Maus sehen könnt, aber hier sind so Streifen drin, da auch. Was ist das? Seht ihr das? Da seht ihr reptiloide Streifen. Das ist ja furchtbar. Ja, aber was soll ich sagen? Wer kann, warte mal. Ist es, ist aber auch feminin. Vor allen Dingen, wer hat denn nur so wenig Augenbrauen? Hier ist gar nichts, da sieht doch niemand aus. Wer rasiert sich denn die Augenbrauen bei uns? Hä? Vielleicht jemand aus der Buchhaltung? Find your love here für reptiloiden Menschen ohne Augenbrauen. Also ich könnte mir vorstellen, warte mal, hä? Das bin ich? Wollt ihr mich verarschen? Der Chat schreibt schon, das bin ich, ihr habt vollkommen recht, hä? Das bin ich. Ohne Witz, das bin ich. Ja, aber was sind das für Augenbrauen? Was ist das für ein gequältes Bild? Lol, ey. Oh, boah, okay. Schnell weg, mach schnell weg. Unangenehm. Weiter geht's. Okay, das erkenne ich. Das erkenne ich, das ist der Blick eines Wolfes. Sehr dunkel. Das muss Lars sein. Das muss Lars sein. Kurz nach dem, na, das ist doch Lars, oder nicht? Hier Doppelfalten am Auge, hier so eine Wulst aus alten Schlägerzeiten, ein bisschen rötlich von Van Buberts Legal, das ist Lars, ein bisschen schäbig auch, Lars. Ein bisschen Lars, komm, lege ich mich fest, ein bisschen Lars. Alter Schwede, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ich habe mich ein bisschen erschrocken gerade. Jesus, dieses Bild macht mir Angst. Das Bild ist ja furchtbar. Kann Lars wirklich so gucken? Kann Lars wirklich... Wer würde mit Lars direkt so shoppen gehen? Wer würde Lars so mitnehmen? Jesus, unangenehm. Und da diese Dreifachfalten überall, also ist ja furchtbar. Ich will es nicht mehr sehen. Sorry, Lars, ich will dich nicht mehr sehen so. Komm, Mann, direkt Vorteile als Begleitperson. Überlegt euch das. 10. Braune Augen, derbe geschminkt, viel Foundation, dann Wimpern krass geschminkt und die Augenbrauen auch krass geschminkt. Viel mehr Kontrast als bei mir. Weiblich also. Muss Simon sein?
Ich glaube einfach von der Augen. Die Augen kenne ich nicht so gut tatsächlich. Aber ich würde mich auch festlegen wollen, dass ich sage, das ist Janina. Das würde ich sagen, ist Janina. Ich habe auch noch kurz überlegt, ob ich da Mara drin erkenne. Aber Mara hat nicht, ist nicht so, hat nicht so markanten Eyeliner tatsächlich. Ich würde sagen, das ist Janina. Lass mal auflösen. Kann ich mir von Janina noch einen Zehner leihen, ja oder nein? Kann ich mir noch einen Zehner leihen? Janina. Das Bild habe ich noch nie gesehen, aber es ist Janina. Top. 9 von 10 hier richtig erkannt. Tippitoppi. Jesus, was ein Bild. Alter Schwede. Das ist mal... Da, also dieses Bild nach den Augen von Janina ist wirklich der Wahnsinn. Janinas Augen komplett hergemacht. Jetzt kommt dieses Bild mit den Augen eines Gewinnertypen. Das ist ja wohl... Das kann nur Sylvester Stallone sein. Das kann nur Sylvester Stallone sein, wie er kurz vor dem Moment ist, wo einfach die Cap nach hinten dreht. Das ist doch Sylvester Stallone. Aber der arbeitet nicht bei uns. Der arbeitet nicht bei Rocket Beans TV. Und wenn ich mir diesen Kopf weiter vorstelle und diese Rundung der Bohne nachempfinde und die Hautfarbe anpasse, das Rot rausnehme und die Bohnenfarbe anpasse an die Hautfarbe dieses Bildes, dann sehe ich dort einen Menschen dann sehe ich einen Menschen, der morgens in der Dusche beim Haarewaschen schnell fertig ist. So sehe ich einen. Und das kann nur der griechische Stallone sein. Das kann nur der jammersliebende, Retro-Gaming-affine Buchautor sein, Gregor. Gib mir ein Gre. Gott, Dankeschön. Gregor. Ich bin gespannt. Und, was passiert? Mann, diese Bilder machen mich fertig. Diese Bilder machen mich fertig. Was ein Bild ist das? Was ein Bild ist denn das? Da werde ich direkt instant horny. Leute, das muss... Ja, und der Chat auch. Das muss weggehen. Das... Jesus! Das ist ja nur Hammer, diese Bilder. Gute Badewanne. Könntet ihr euch so einen Hot Tub-Stream vorstellen bei 2000 Abos? Wäre das denkbar? Hot Tub mit Gregor. Würde ich einschalten. Wärt ihr da auch dabei? Find your love here. Diese wurde... Nächste Person. Dunkle Haarfarbe. Dunkle Augen. Das ist Budi, oder? Das ist Daniel Budimann. Warte, ist es Daniel Budimann? Zu viel Freude. Lisa. Lisa können auch sein. Da ist ein Pony. Das ist ein Pony. Das ist Lisa. Kann es aber auch Bella sein. Die sind ja Geschwister. Lisa, Bella oder Budi. Budi, Bella, Lisa. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Die drei Schwestern ist auch geil. Die drei Schwestern. Ja, aber also was ich bei Budi nicht erkenne, ist diese Freundlichkeit direkt unterm Auge. Da fehlt die Freundlichkeit bei Budi, muss ich sagen. Bella hat noch ein bisschen andere Augen. Wahrscheinlich ist es Lisa. Wahrscheinlich ist es Lisa. Ganz genau weiß ich nicht. Zu weiblich für Budi sehe ich nicht. Nur die Freundlichkeit. Die Freundlichkeit fehlt. Und Lisa hat immer dieses Lächeln. Oh, das ist wirklich schwer. Das kann ich mir von Lisa noch einen Zehner leihen. Wirt wird auch noch... Wirt könnte es auch sein. Wirt hat auch dieses Antlitz tatsächlich. Wirt war schon dabei. Dementsprechend werde ich sagen, Wirt ist schon raus. Simon hatten wir auch schon. Simon hat auch andere Augen. Simon hat so grüne Augen. Dementsprechend hat Lisa... Solche braunen Augen ist die Frage. Also ich sag immer noch, Lisa, Bella oder Budi. Chat.
Also müssen wir uns festlegen und sagen Lisa. Lisa Handirk, die sympathischste Person des Internets. Jesus, das ist aber mal, warum, also das muss ich jetzt mal kurz hinterfragen bei die Influencer auf der Seite. Warum gibt es nur bei Lisa diesen Hinweis dazu? Warum gibt es nur bei Lisa diesen Hinweis, sympathischste Person des Internets? Das stimmt ja, das ist ja richtig. Aber warum haben die anderen denn kein Commentary bekommen von die Influencer auf deren YouTube-Seite? Vielleicht war einer der Uploadenden etwas verliebt. Hey, weiter geht's. Sind das ungleiche Pupillen? Sind das ungleiche Pupillen? Wurde da vorher an der LSD-Kröte geleckt? Bei Find Your Love hier? Ich habe zwei Personen im Kopf, tatsächlich, die mir direkt erstens, also eher so direkt in die Gedanken geschossen sind. Zum einen ist es Fabian, und zwar Fabian Käufer. Der ist mir direkt eingeschossen. Und Marc-Oliver Lehmann. Beide sind mir direkt reingekommen. Und jetzt bin ich aber wirklich am Hadern, weil, kennt ihr das, je länger ihr über Menschen nachdenkt, wie könnten die denn nochmal ausgesehen haben, desto durcheinander seid ihr im Kopf. Und jetzt vermische ich gerade die Augenfarbe. Und ich glaube, dass Fabian nicht so eine Augenfarbe hat, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und das macht mich kirre. Ich glaube aber, es ist Fabian, ehrlich gesagt. Es ist Fabian Käufer. Marc sieht anders aus. Ich überlege mich, aber ich habe die Augen nicht parat. Oh Gott, der leicht kühle Blick. Ist es Marc? Ist der kühle Blick von Marc? Beide haben doch so, können doch so ein Kühl gucken. Beide können es doch. Aber es ist, aber Fabian hat andere Augen, hat eine andere Augenfarbe. Fabian hat eine andere Augenfarbe. Ich glaube, Fabian hat eine andere Augenfarbe. Und wenn wir hier schon bei Find Your Love hier sind, glaube ich, also wenn ich mich jetzt auf Marc festlege und es ist Marc, dann ist der Chat verpflichtet zu abonnieren. Ja? Ich lege mich fest, Chat hat eine Bringschuld, einfach nur, weil ich es wieder mal abgeliefert habe. Ich glaube, es ist Marc, weil Fabian hat eine andere Augenfarbe. Aber es ist krass, also irgendwo ist Ähnlichkeit da. Woran, weiß ich nicht. Ich fühle mich aber auch von Fabian angeguckt. Fabian hat eine andere Augenfarbe. Ich lege mich fest, das ist Marc. Hol schon mal die Abos raus. Marc Lehmann. Hier sieht es auch ganz klar aus. Es ist ganz klar. Die Augenfarbe ist anders. Es ist anders. Holt die Abos raus. Hier ist Werbung 1 von 7. Marc Lehmann. Aber ein schöner Gag. Ein schöner Gag mit eingebaut. Schlechte Quali, aber OGs müssen es erkennen. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte für eine Quality? Schlechte Quali, aber OGs müssen es erkennen. Alter, ich arbeite seit 8 Jahren bei dem Laden, bin quasi OG. Aber keine Ahnung, wer das sein soll. Gib mir noch weniger Details. Mein erster Impuls ist Annabelle. Mein erster Impuls ist, das ist Annabelle. Annabelle oder Walle? Also Bell oder Walle, würde ich sagen. Nächste Lebensphase von Simon.
Klappmesser, weil ist das, ja, die, also, bei Annabelle bräuchte ich halt die Haarfarbe, ja? Dieses Bild hat so eine schlechte Quali, dass ich die Haarfarbe nicht erkenne. Belle hat ja eher so rötliches Haar. Walle wiederum hatte auch dieses Antlitz. Die Quali ist aber zu schlecht, weil die Haarfarbe passt. Die Haarfarbe passt aber eher. Die Frage ist, wenn die Quali so schlecht ist, wird dann trotzdem... Ich sag, das ist Annabelle. Leute, ich sag euch, das ist Annabelle. Ich lege mich fest auf Annabelle. Es ist fucking Florentin Will. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich fucking verarschen? What the what? Was ist das bitte? Was ist das bitte für ein Bild? Ist das, gibt es dieses Bild wirklich? Ich muss das wissen. Ist das real? Und warum sind die Haare echt? Er sieht aus wie der Typ von Freestyler, von den Boomfunk MCs. Hat Florentin wirklich die Haare von Freestyler? Wo ist der Dude? Wo ist der Dude? Hier, da. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der sieht genauso aus. Sind das die gleichen? Ja, ey, sorry, Tini. Jetzt mal ehrlich. Da konnte ich ihn nicht erkennen. Ey, aber wer würde mit diesem Dude hier flanieren gehen? Und warum sitzt der so lassiv? Ich bekomme auch... Was ist das für ein gottloses Bild? Was ist das für ein absolut gottloses Bild? In diesem Bild sehe ich nichts, was irgendwie menschlich ist. Es ist ja wohl alles angeschwollen. Da ist ja alles angeschwollen. Das Auge sieht eingerissen aus. Alles ist geschwollen, hier unterm Auge. Ey, da habe ich gar keine Ahnung. Man sieht ja noch nicht mal die Augen richtig. Das ist doch nicht real. Das ist doch nicht real. Irgendwie bekommt mir das bekannt vor. Aber da ist doch jegliches Leben raus. Da ist doch jeglich, also wirklich, die Augenfarbe erkenne ich nicht. Die Augenpartie sieht unnormal aus. Ich überlege gerade, wer das sein könnte. Wer könnte das sein? Also eine Augenbraue sehe ich, die auf jeden Fall vorhanden ist und gut da ist. Auf der anderen Seite ist irgend so ein, was ist das? Ein Tuch. Da ist irgendein Tuch, was ist das? Ein Schal? Ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ein Band, ein Schal, ein Tuch, eine Krawatte? Nee. Boah, das ist sau schwer. Ich würde behaupten, die Person habe ich noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Irgendein gottloser Freak. Gottloser Freak. Ich sage, das ist der gottlose Freak von Rocket Beans TV und ich habe keine Idee, wer es ist. Ein krank Gottloses.
Ey, what the fuck? Come on. Was ist das denn für ein Bild? Was ist das denn bitte? Fabian Krane, das tut mir leid. Wie soll ich dich erkennen? Wie hätte ich dich erkennen sollen? Was ist das? Wo ist das passiert? Was ist das bitte? Warum sieht der so aus? Hä? Nach dem Rafting-Unfall, da war was. Da war was, ja. Gute Besserung nachträglich. Das ist ewig her. Das habe ich aber nicht mehr auf dem Schirm, was die da gemacht haben. Irgendwas war da aber. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay, konnte ich nicht. Also, habe ich keinen Punkt bekommen. Aber das war auch sehr schwer. Und so sieht er natürlich auch nicht aus. Also, so sieht er in echt natürlich auch nicht aus. Das ist ja kompletter Quatsch. Gehe ich nicht mit. Die Auserwertung ziehe ich mir nicht an den Schuh. Gehe ich nicht mit, Leute. 16 von 30. Graf Dracula. Die Augen sehen doch schon aus wie so ein räudiger Dämon. Das. Alter Schwede. Das ist der Dämon himself. Das ist der Teufel himself. Der arbeitet. Das ist ja nur geil. Ey, ist es. Also, ich sag mal so, mit ganz viel Fantasie, und das tut mir auch leid, dass ich es jetzt so sagen muss, aber mit ganz viel Fantasie sehe ich da ein bisschen Etienne Gardet drin. So einen jungen Etienne Gardet sehe ich da drin. Ich sehe aber auch so einen jungen Fabian Käufer sehe ich da drin. Aber ich sehe eher so einen Eddie. Ich sehe da die wahre Gestalt, die warme Form des Etienne Gardet. Wo der Teufel in ihn gekehrt ist. Und da sieht man's. Ein junger Eddie als Nosferatu-Cosplay. Ein junger Eddie im Nosferatu-Cosplay. Den sehe ich da. Bin gespannt. Der Eddie, der Krane verprügelt hat. Den sehe ich da gerade. Bin gespannt. Sieht da ganz normal aus, aber die Augen sind wirklich geil. Die Augen in der Auflösung sind einfach richtig geil, ey. Okay, wer würde diesen Dämon daten wollen? Wer würde mit diesem Dämon schön in den Freizeitpark gehen? Eins in Chat. Also wer mit diesem Dämon in den Freizeitpark gehen würde, lässt jetzt ein Abo da. Das ist ja nur geil. Wessen Blut kann dieser junge Dämon genießen? Im Alter wurde er geiler. Früher ja. Nicht mit den Haaren. Er regt sich zu viel auf. Das Spiel ist ja nur geil. Das ist ja nur schön. Da war der Rücken noch ungebeugt. Hatte er eine Nasen-OP? Ich weiß es nicht. Also wenn das Game am Freitag auch gespielt wird, sieht's gut aus für ein Haus und Haus. Ja, das war meine erste Intention. Etienne Gardet. Geil. Mega. Shoutout. Weiter geht's. Ein sehr gutes Spiel. Neue Augen. Neue Augen. Augen. Das sind Augen. Weibliche Augen. Nicht so auffällig wie die von Janina. Auch leicht geschminkt, aber leicht, eher dezent. Und auch viel Fröhlichkeit. Diese Augen versprühen auch viel Fröhlichkeit. Sieht man an diesen, ich habe die auch, so kleine Lachfalten. So. Jetzt denke ich mir, könnte es Anja sein oder Johanna? Johanna oder Anja? Ich glaube eher, dass es Johanna ist. Oh, ich muss in mein inneres Antlitz gehen. Ich glaube, es ist aber eher Johanna. Ich behaupte, es ist Johanna. Gucken wir mal. Musik.
Es ist Johanna Streicher. Und wie Johanna mit Nachnamen heißt, weiß ich auch nicht. Lese ich auch zum ersten Mal. Zumindest bewusst. Mara Daniel, Johanna Streicher. Das sind die Namen, die mir nicht bewusst waren. Danke dafür, du geiles Spiel. Hammermäßig. Von Johanna kann ich mir also auch noch einen Zehner leihen. Sehr gut. Nächste Person. Ungleiche Augen, was normal ist. Was sehr normal ist. Aber auch Augen eines Gamers. Wache Augen eines Gamers. Präziser Blick. Ich glaube, da wird nicht zu viel. Mit diesen Augen machst du nicht zu viel. Du arbeitest präzise. Du bist am Performen mit solchen Augen. Du siehst alles haargenau. Leicht ungleiche Pupillen, sehen Sie es? Links, auf dem Bild links, etwas kleiner als die rechte Seite. Ich habe irgendwie an Dennis gedacht, also an Denzel, muss aber sagen, nee, Denzel ist es nicht. Da ist irgendwas anders bei Denzel. Kann ich irgendwie nicht ganz erklären. Und denke dann irgendwie, es könnte auch Matthias sein. Es könnte auch Matthias sein, es könnte aber auch Max sein. Ich weiß, ja, Max kennt ihr ja auch. Unseren Producer Max. Max sehe ich auch irgendwie. Matthias oder Max? Dennis nehme ich raus. Ich glaube, ich nehme Matthias, ehrlich gesagt. Oh, das ist schwer für mich, weil das Bild auch wieder so ein bisschen unvorteilhaft ist, zumindest in diesem Ausschnitt. Für mich ist es halt schwer zu erkennen, wer es ist, weil ich meinen Kolleginnen und Kollegen meistens immer nur auf den Arsch gucke. Dementsprechend habe ich da ein großes Problem mit. Ich glaube aber, dass es Matthias sein könnte. Ehrlich gesagt. Ich lege mich fest. Wahnsinn. Wahnsinn. Matthias Rosenkranz. Ja klar, das ist Matthias. Eindeutig. Eindeutig. Ich war mir eben nicht zu 100% sicher und habe ein bisschen geraten, weil ich auch wirklich Max gesehen habe. Jetzt sehe ich da gar keinen Max mehr drin. Wahnsinn. Geiles Game, ey. Macht Bock. Aber ich schlag mich okay. Also die meisten wollen mich nicht verprügeln. Bislang nur Sarah. Und Krane natürlich, aber auch Scheißbild von Krane, muss man mal sagen. Dieses Bild hat eine unfassbar schlechte Auflösung. Die Auflösung ist ja unfassbar scheiße, aber der Augenabstand und die Positionierung der Augenbrauen zu den Augen, und ich glaube, es sind braune Augen, ja, das lässt mich sofort zu dem Entschluss kommen, dass das Fabian Käufer ist. Das muss Fabian Käufer sein, weil der Augenabstand so präzise ist, also so prägnant ist für sein Gesicht. Und auch die Augenbrauen, die, ja, irgendwie würde ich sagen, es ist Käufer. Die Auflösung ist zu schlecht. Ich sage, es ist Fabian Käufer. Ey, wer auch immer, ey, du, von dem Kanal Die Influencer. Die Bilder, die du genommen hast, sind der Shit. Die Bilder sind der Wahnsinn. Das macht dieses Spiel noch geiler. Auch diesen trashigen Fall, den du eingebaut hast, nur damit man nicht auf die Idee kommt, Fabian Käufer sei Günther Jauch und umgekehrt, ist einfach nur geil. Geiles Bild. Und ich bin froh, dass ich meinen Buddy Fabian Käufer erkannt habe. Weiter geht's. 20 von 30. Das ist easy. Den Menschen erkenne ich direkt, ohne zu überlegen. Das ist einfach der einzig wahre Chef, der einzig wahre Tester der Schnellgerichte, der einzig wahre Schlager-G-A-M-E-T-W-O-Sänger. Das ist natürlich
der Papa Colin, einer der Gäbels, einer mit Bravo-Blick von Geburt aus, einer, der direkt performt, einer von vielen Brüdern, die alle krass talentiert sind, muss man sagen. Colin Gäbel, ich leg mich fest. Von Colin kann ich 20 Euro verlangen oder auch mehr, denn Colin ist rich as fuck. Colin Gäbel, mega. Leichte Augen, wie nennt man das? Leichte Sommersprossen. Leichte Sommersprossen. Leichte Augenbrauen. Ein freundliches Gesicht. Ein wirklich freundliches Gesicht. Aber auch so ein bisschen, oh. Also ich möchte sagen, diese Augen strahlen für mich auf jeden Fall eine Persönlichkeit aus. Freundlichkeit, aber auch zum gewissen Teil eine richtige Scheißegalhaltung. Eine richtige Scheißegalhaltung. So von wegen ist es mir eigentlich auch pissegal. Das sagen die Augen auch aus. Stress mich nicht. Ich mache hier eh mein Ding. Und ich bin gut drauf, aber es ist mir auch scheißegal. Das sehe ich in diesen Augen. Und irgendwie sehe ich in diesen Augen mein Buddy Walle. Aber es ist schwer, weil mir sind nie so Sommersprossen so aufgefallen. Aber da bin ich auch nicht so, da bin ich auch nicht so gut drin. Wenn ich Walle angucke, dann achte ich eher auf seinen Ausschnitt, auf seine Brüste und auf sein Popo. Das ist ja klar. Und dementsprechend fällt es mir einfach schwer zu sagen, ob das wirklich der echte Walle ist. Ist es wirklich Walle? Mir fällt aber auch nichts Besseres ein. Entweder ist es der böse Valentin oder der gute Valentin. Ich gucke die ganze Zeit drauf, ich habe keinen besseren Guess, ich tippe einfach und sage, es ist Valentin. Sicher bin ich mir nicht. Alter, was ein Bild. Was ein Bild. Ey, das ist ein geiles Bild. Alter Schwede. Ey, jetzt mal ehrlich. Wer von euch sagt jetzt, ja, Woodbang. Eins im Chat. Ohne, was ein krasses Bild. Das ist ja Hammer. Ey, das ist ja wie einer von Almost Famous von der Band. Ey, ohne Witz. Der Mann braucht ein Groupie. Der Mann braucht Groupies. Das ist ja nur Hammer. Nee, das ist kein Schwiegersohn. Das Bild ist einfach... Das ist ultimativ maskulin. Jesus, was eine überlegene Geste. Das hängt im Louvre. Badass. Alter Schwede, Walle. Geil, aber da sieht man die Sommersprossen. Und nee, die sind mir nie so bewusst gewesen, tatsächlich. Ich dachte immer, es wäre nur Dreck. Der wäscht sich nicht. Ist das Dennis? Nee, ist das Dennis? Die Augen kenne ich safe. Die Augen kenne ich safe. Das ist nicht Dennis. Weil das ist auch so markant bei dieser Person, dass nämlich die Augenbrauen so nach unten laufen. So ein bisschen so ein kleines bisschen traurig. Oder so, wisst ihr, so ein Miau. So ein Miau-Gesicht. Aber das ist dann. Aber falls, also da denke ich an eine Person, die nicht mehr bei uns ist, und es wäre dann Marco, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich weiß nicht, wie aktuell die Leute sind, die jetzt hier genutzt wurden, aber ich kann mir vorstellen, dass es Marco ist, ehrlich gesagt. Einfach, weil die Augenbrauen so V-mäßig nach unten verlaufen.
Dennis Richtarski. Mein Kumpel Max Zählers, denke ich auch dran, aber der hat doch andere Augenbrauen. Der ist doch viel blonder, oder? Der ist doch viel blonder. Also, Marco Giesel erkenne ich darin und ich erkenne auch Max Zählers ein bisschen da drin. Das ist aber schwierig. Das ist für mich richtig schwierig. Marco oder Zählers? Aber meine Intention, ich verlasse mich auf mein erstes Gefühl und sage Marco, weil ich glaube, dass Max hellere, der ist heller. So, der ist von seinem Typ heller. Dementsprechend sage ich Marco. Mal gucken. Alter Schwede, es ist doch Max. Krass. Tut mir leid, Max. Da erkennt man es ganz deutlich. Aber ich habe dich auch nicht mit so einem weinerlichen Gieselblick habe ich dich nicht in Erinnerung. Das Bild. Irgendwie kam es mir schon so vor, als wäre es. Aber die Augen kenne ich. Aber auch selbst jetzt in dem Bild könnte ich auch Marco sehen bei diesem Blick. Aber ich habe natürlich die Augenfarbe von Marco nicht in Erinnerung. Krass, sorry, Max. Wahnsinn. Sorry, auf jeden Fall. Mann, Max, ich hoffe, die Trauer ist raus aus deinem Körper. Ich kann dich jetzt auf jeden Fall nicht mehr nach Geld bitten. Absolut enttäuschend. Absolut enttäuschend. Okay. Brille. Nach links blickend. Jemand sehr Wortgewandtes. Also ich glaube, dass es relativ leicht für mich ist, weil diese Augenpartie relativ markant ist. Also markanter zum Beispiel als jetzt eben bei dem Bild, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob es Marco oder Max war. Hier habe ich eigentlich wenig Alternativen. Da denke ich eigentlich nur an Andreas. Hab mir irgendwie mit viel Fantasie gerade noch, könnte es auch Chiara sein? Tatsächlich? Weil die Auflösung so scheiße ist? Also die Auflösung ist leider nicht so gut. Ich behaupte aber, es ist Andreas. Ich lege mich auf Andreas fest. Krasses Bild. Das ist ein gutes Bild. Das Bild sollte er mal so rausnehmen. Das ist eine richtig gute Perspektive. Da ist jetzt kein Pfeil. Vielleicht ist das auch Günther Jauch. Wer würde... steht da, hat er sich aber auch stattlich hingestellt. Altländer Apfelsaft. Ich gucke mir die ganze Zeit die Einrichtung an. Er hat im Hintergrund auf jeden Fall einen 5 Liter Eimer Altländer Apfelsaft. Und den gibt es nur im Oktober oder November. Dann muss der Dreh gewesen sein. Geil. Okay, weiter geht's. Die Augen kenne ich auch. Die Augen kenne ich. Das ist doch wohl Daniel Budiman. Die Augen sind ja wohl ganz eindeutig Daniel Budiman zuzuordnen. Da brauche ich nicht mehr zu beschreiben. Junge Haut. Und das meinte ich eben mit Lisa, bei Lisas Augen. Bei Budi hat man auch unter den Augen so ein bisschen diese Freundlichkeit dabei, aber nicht ganz so ausgeprägt. Wisst ihr, was ich meine? Und hier ist jetzt aber eindeutig, dass das Budi sein muss. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es Daniel Budi Mann ist. Daniel Budi Mann. Genau, er guckt auch sehr freundlich. Also, ja, also ich finde wirklich sehr freundlich. Sehr freundlich. Lisa war noch ein bisschen freundlicher.
Also, das sind Augen, das passt übrigens ganz gut zur Bohne, das finde ich mega witzig. Das ist richtig geil. Das ist also ein Tier, folglich, also jemand Animalisches, jemand, der Dinge umsetzt und nach vorne geht. Es kann eigentlich nur Simon sein, tatsächlich. Aber von den Tieren her denke ich, dass es Rikon ist, tatsächlich. Kommissar Kuschelweich. Ich glaube, das ist Kommissar Kuschelweich, weil die Augen sind so Rikon-mäßig. Ich glaube, es ist Rikon. Oh Gott, das ist einfach nur Zucker. Rikon ist einfach super süß. Alter Schwede. Oberlieb, oder? Was ein süßer Hund. Mega sweet. Ey, guck mal, Tiere kann ich. Tiere kann ich. 26 von 30. Oh, ein ernster Blick. Ein ernster Blick. Aber auch mit Freundlichkeit dabei. Ernster Blick mit Freundlichkeit bestimmend. Und natürlich ist das ein Blick, der geschult ist. Das ist ein Model-Face. Das ist ein Blick einer Person, die weiß, wie man in eine Kamera zu blicken hat, um Souveränität auszustrahlen und natürlich zu performen auf dem Bild. Und das kann natürlich nur der Kaiser himself. Und deswegen weiß ich genau, zu wem dieses Bild gehört. Das fällt mir wirklich sehr, sehr leicht. Das ist Arno. Natürlich. Das ist Arno himself, der Kaiser. Mit einer kleinen Krone. Ist geil. Aber das Bild ist Hammer. Das Bild ist Hammer. Und das meine ich ja mit Arno. Weiß natürlich, weil er ja Modelerfahrung hat, wie man gucken muss und wie man sich präsentiert. Und das macht er wirklich ausgezeichnet. Sieht ja wunderbar aus, der Mann. Und ehrlich gesagt, der würde Arno nicht bangen. Jetzt mal ehrlich. Ist doch klar. Mit so einem Bild. Immer mit. Bang, bang on. Immer bang on. Ist doch klar. Weiter geht's. Das Bild ist wiederum schwieriger. Dieser Blick ist, das ist auf jeden Fall schwieriger, weil das Bild schlecht ist. In dem Bild sieht man ja fast gar keine Augen. Ja? Brille. Jetzt mache ich es mir leicht und denke an Leute, die so eine Brille tragen. Da fällt mir Oliver ein. Oliver Steffens. Olli halt. Da fällt mir aber auch Tim ein. Schröckert auch irgendwo, aber Schröckert hatten wir schon, deswegen nehme ich den raus. Das heißt, ich entscheide mich zwischen Tim und zwischen Olli. Da sind halt fast keine Augen da in diesem Bild. Und man sieht nicht wirklich viel. Aber irgendwie, wenn ich dieses Bild weiterspinne, dann ist es jemand mit wenig Augen. Weil offensichtlich auf diesem Bild wenig Augen sind. Hat Olli so wenig Augen? Nee. Hat Tim so wenig Augen? So wenig auch nicht, aber ja, geht in die Richtung. Ist halt ein schlechtes Bild. Oder hat jemand richtig hart Bubatz gegönnt? Richtig hart am Brokkoli gezogen? Da ist eine ordentliche Brokkoli-Verhaftung vonstatten gegangen an diesem Bild. Das kann auch sein. 420-Begrüßung. Ich weiß es nicht. Ich würde einfach mal sagen, rein von der Intention, das ist Tim. Weil Olli sehe ich da, also ich beziehe mich jetzt auf die Brille, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen blöd, aber die Auflösung ist so schlecht, deswegen weiß ich nicht mehr. Und von diesem Blazed-Bild würde ich eher sagen, dass es dann Tim ist. Ja, falls ich recht haben sollte, abonniert rein, Leute. Gucken wir mal. Wirklich geilstes Bild, beste Freude. Da sind die Augen gar nicht so klein, aber in der Vergrößerung auf jeden Fall. Ja, geil, Tim Heinke, tippitoppi. Hier wird reingeprimed schon. Ja, hallo, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Leute, nehmt euch daran ein Beispiel, so gibt es auch keine Werbung für die Person, die rein abonniert. Vielen Dank dafür. Geil, Tim Heinke, weiter geht's. Da habe ich nochmal Glück gehabt. 28 von 30.
zur Seite. Auch wieder eine beschissene Auflösung. Absolut beschissene Auflösung. Die Auflösung ist ja nur Kacke. Das sind ein bisschen Haare kommen da, glaube ich, zu den Augen, ne? Wer hat denn so eine Frisur, wo die Haare noch so ein bisschen die Augen verdecken? Irgendwie sehe ich da auch wieder Colin drin, aber Colin hatten wir schon. Und es hat gezeigt, es hat sich bislang niemand gedoppelt. Ich sehe aber eigentlich nur Colin in dem Bild. Meiner Meinung nach kann es nur Colin sein. Aber warum sollte Colin zweimal drankommen und die anderen nicht? Ja gut, weil Colin auch mega hot ist. Vielleicht war die Person einfach auch verliebt in Colin. Aber eigentlich war die Person bislang nur in Lisa verliebt. Dementsprechend wäre es komisch. Ich sag Colin. Also es macht keinen Sinn, aber... Ich sag einfach Colin. Ja, also Colin zweimal. Macht überhaupt keinen Sinn, aber ich habe keine Idee. Alter Schwede, Anton. Sorry, natürlich. Ja, klar, eindeutig. Muss man jetzt gar nicht mehr... Aber das ist ja ein krasses Bild. Das Foto ist der Hammer. Mit dem Basie. Seht ihr noch den Basie im Hintergrund? Hat er eine kurze Hose an? Das ist sein Bein. Trägt er Hemd und kurze Hose? Das ist ja einfach nur hot. Jetzt bekomme ich nie wieder einen Upload-Slot bei Anton. Sketch. Das war ein Sketch. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Krasses Bild. Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Anton, sorry, ich habe dich als den schönen Colin gehalten. Also ihr habt auf jeden Fall Ähnlichkeit in der Augenpartie anscheinend, wenn man euch ranzoomt. Ilias. Das ist Ilias. Ich gehe nochmal, Leute, durch. Also, wen wir noch nicht hatten, zum Beispiel, ist Chiara auch. Chiara könnte es sein. Ilias. Da hat so eine Brille nicht auch Alvin? Ich glaube, Alvin hat auch so eine Brille. Über die Augen. Ich sage, das ist Ilias. Alter Schwede, Alvin, krass. Sorry, Alvin, dich habe ich auch mit Ilias gerade verwechselt. Natürlich bist du das. Aber Alvin gucke ich halt auch nur auf den Arsch. Dann kenne ich den halt nicht. Ist ja auch klar. Der ist nämlich richtig hot. Damn, letzte Person. Anja? Das ist auf jeden Fall ein Weib. Ist das ein weibliches Gesicht? Also ich glaube, dass es weiblich ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Also ich gehe gerade die Damen durch. Und diese Augen haben so einen auch leicht schläfrigen Blick. Laras. Nee, Lara ist es nicht. Sophia ist es auch nicht, glaube ich. Ey, es könnte auch Nasti sein, aber hat Nasti nicht eine andere Augenfarbe? Nee, ich hab's noch nicht. Anja ist es auch nicht. Es könnte Antje sein. Ich sage, es ist Antje. Sicher, ich bin mir nicht 100% sicher. Es ist ein Guess, also weil... Es ist auf keinen Fall Anja, es ist auf keinen Fall Nasti. Katjana oder Antje. Könnte es Katjana die auch. Ah, nee, ich glaube. Ich sag, es ist Antje, ich weiß es nicht. Alter Schwede. Right about now. Jesus, jetzt geht's direkt weiter. Antje. Krass, wie viele habe ich richtig? Hat jemand mitgezählt? Jetzt gucke ich wieder in den Chat. Hat jemand mitgezählt, wie viele es waren? Alles falsch? Nee, das stimmt nicht. Ich war ganz gut. Ich war wirklich nicht schlecht. Klappergebiss hat gezählt. Dann hau mal raus, Klappergebiss. 24. Also kriege ich jetzt von euch 24 Abos oder was? Das ist ja schön. 24 von 30 mit den Schrottbildern von Krane. Das ist doch geil. Chat hat geholfen. Ich guck doch jetzt erst in den Chat. Sagen wir 5. Okay, 5 Abos nehme ich. Holst sie eben raus. Mikro-CV-Log. 80%. 80% richtig. Das ist gut. Damit bin ich doch ein guter Kollege, oder nicht? Kurz mal das Kollegen-Rating. 80% ist doch nicht schlecht jetzt. Das Kranebild müssen. Das Kranebild war nur gottlos. Das kann raus. Das Kranebild kann direkt raus. So sieht niemand aus. Der wurde verdroschen da. Das ist nicht normal. Also, das ist doch nicht normal. Zehn von 10 Kollegen, gerne wieder, wenn mich... Ey, Anton, da ist Anton. Anton, dich habe ich nicht erkannt. Dich habe ich nicht erkannt. Das Bild war wirklich schwierig für mich. Dich würde ich erkennen, das sage ich dir zu real, aber das Bild habe ich nicht erkannt von dir und habe gedacht, du wärst Colin. Ich habe komplette Ähnlichkeiten aus dem reingezoomten Bild mit dir und Colin in Verbindung gebracht. Wirklich krass. Wirklich krass, aber es ist ein sehr schönes Bild von dir. Anton mit Colin verwechselt. Ich dachte auch, es wäre Colin. Richtig peinliche Leistung. Geht. Nee, 80% ist super. 80% ist super. Wegen den Haaren. Mhm. Ja, ey, dann würde ich sagen, ist das jetzt ein YouTuber-Upload wert hier auf meinem kleinen bescheidenen Kanal? Also erstmal Dr. Freud-Feedback. Und dann, wisst ihr Bescheid. Find your love here. Hier zuerst gesehen. Ich mache die YouTube-Aufnahme, die beende ich jetzt und dann testen wir Spiele für Haus und Haus, ja? Liken, kommentieren, geht auf meinen YouTube-Kanal, Chat jetzt auf den YouTube-Kanal gehen, abonnieren. Ich habe ein neues Video hochgeladen. Guckt es euch jetzt an.